Knut Reinhardt, Laudator heute für die Mannschaft des Jahres. Und im Vorfeld, als ich mit dem Kollegen Jens Heusen noch ein bisschen geguckt habe, was hat Knut Reinhardt eigentlich alles so gespielt? Ist ja Hammer. Wir haben gesagt, also Kaiser Franz hat nicht mehr gewonnen, ne? Nein, ich bin schon ganz stolz, dass ich in meiner aktiven Laufbahn also so viel habe erreichen können. Aber das lag nicht nur an meinem Können, sondern auch, dass ich auch zur richtigen Zeit und zur richtigen, am richtigen Ort war und die Möglichkeit gehabt habe, Erfolge zu feiern. Heute Abend zum ersten Mal in der Alfred-Fischer-Halle hier bei einer Sportehrung jetzt in Hamm. Da haben wir keinen Fußball-Bundesligisten, aber 790 Gäste. Wie hat es Ihnen von der Atmosphäre hier gefallen? Ja, ich bin vor einer Woche kontaktiert worden, dass ich hier ein Laudator werden sollte. Und das war für mich natürlich schon eine Herausforderung, einfach mal vor 800 Leuten zu sprechen. Also ich glaube, man hat mir das auch angemerkt, dass ich da nicht so ganz Herr der Dinge war. Aber ich habe meinen Part, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ich denke auch, dass der ASV Hamm auch verdient den Pokal bekommen hat. Ja, man muss das auch können, obwohl ich ganz ehrlich sein muss, dann denkt man ja so nach dem Motto, wenn man so viele Erfolge hatte, Weltpokalsieger, Champions League-Sieger, UEFA Cup, zweimal deutscher Meister, dann bleibt man im Profisport. Aber die überraschende Geschichte ist vielleicht auch, Sie sind jetzt Mathematik- und Sportlehrer. Ja, ich habe dann halt nach meiner Karriere nochmal so überlegen können, was mache ich. Und ich habe immer das gemacht, was mir Spaß macht. Und Fußball hat mir immer Spaß gemacht. Da gingen leider die Türen zu aufgrund von Verletzungen. Und ich habe halt überlegt, was mache ich. Und es war halt nochmal ein steiniger Weg da, nochmal durchs Studium und durchs Referendariat. Aber ich bin jetzt in Dortmund an einer ganz, ganz tollen Grundschule und ich bin super glücklich mit meinem Leben. Das letzte, was ich fragen wollte, ist eigentlich von all den Erfolgen, wo würden Sie sagen, das war mein emotionalster und schönster Erfolg, den ich gefeiert habe im Sport? Das kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe sehr viele Erfolge gefeiert und ich habe sehr viele schöne Momente erlebt. Und einen hervorzuheben oder so, das weiß ich nicht. Aber es ist halt immer, ich kann das nur mal kurz beschreiben, das ist einfach, wenn wir ins Stadion eingelaufen sind, das ist, wenn eine Boeing 747 so einen Meter an dir vorbei fliegt, du hast halt so Gänsehaut und auch wenn du verletzt bist, du bist auf einmal wieder gesund und du kannst laufen und das ist unglaubliches Gefühl. Die alte Mannschaft, habe ich doch noch eine Frage, hat jetzt 10 Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen, 14 auf den FC Bayern und unzählige weitere Punkte auf den FC Schalke 04. Prognose eines Ex-BVBlers, wie geht's aus? Ja, also die Leute spekulieren. Also ich denke mir, wenn sie die ersten aus den ersten 5 Spielen 10 Punkte holen, wird Dortmund auf jeden Fall Meister. Das ist doch mal ein Satz zum Abschluss. Knut Reinhardt bei uns im Hamm-Sport-Interview. Dankeschön. Ja.